Training der D2-Jugend beim FC Schwalbach. Wie in der Bundesliga gilt auch für die 10- bis 11-Jährigen, das Runde muss in das Eckige, damit das Spiel läuft. Wir wollen wirklich, dass die Familien das Gefühl haben, dass der Verein nicht nur denen eine sportliche Möglichkeit bietet, sondern für sie da zu sein. Dadurch haben wir dann auch entschieden, wir gehen noch ein bisschen über das Sportliche hinaus, das Soziale. Wir wollen auch noch den Einstieg in den Beruf unterstützen. Dann kannst du ja machen, dann kannst du ja machen 6 mal 6 mal 100. Die Idee ist so einfach wie ungewöhnlich. Zweimal die Woche, immer vor dem Training, haben die Jugendlichen die Gelegenheit zur Hausaufgabenbetreuung. Im Vereinsheim freiwillig, ohne Verpflichtung. Als Hausaufgabencoach hilft heute der 15-jährige Vereinskamerad Karim. Die Schüler fühlen sich bei ihm gut aufgehoben. Weil ich auch viele Leute hier kenne und weiß, dass man hier Hilfe bekommt, wenn man welche braucht. Ich finde, die sind auch viel netter als die Lehrer. Und wenn man fertig ist, dann kann man auf den Sportplatz gehen und dann halt sich austoben. Das ist ja ganz cool. Etwa 15 Kinder aus allen Schichten nehmen das Angebot aktuell an. Dabei war das Projekt zu Beginn nicht unumstritten. Alteingesessene im Verein haben gesagt, naja, wir sind doch nicht das Sozialamt, wir sind Fußballverein, wir wollen in der Liga hochstehen. Aber man hat dann festgestellt, auch die Älteren im Verein, je mehr wir den Jugendlichen was bieten, desto mehr kriegen wir von denen zurück. Und diese sportliche Leistung, die kommt automatisch mit. Heute stellt die Hausaufgabenbetreuung niemand mehr in Frage. Sie brachte auch einen Imagewandel für den Verein. Wenn es heißt der FC Schwalbach, ach ja, das ist ja der Verein, der auch die sozialen Projekte gestartet hat. Also wir haben ein ganz anderes Ansehen in der Gesellschaft mittlerweile bekommen. Wir kriegen aber auch von den Jungs was zurück, nämlich dass die sagen, ich will einen Trainerschein machen oder ich würde gern Schiedsrichter sein. Dass die ja auch im Ehrenamt dann dem Verein wieder ein Stück zurückgeben. Der FC kennt keinen Nachwuchsmangel, betreut aktuell 12 Jugendmannschaften, die auch sehr erfolgreich spielen. Das ist für die schon eine Riesenunterstützung, ja. Und dann gehen die viel freier ins Training, das ist ja ganz klar. Und dann logisch werden die dann besser. Erfolg spornt an. Und so wurde das Projekt um eine Komponente erweitert. Schulabgängern wird jetzt ein Bewerbungstraining angeboten. Silke Kursawe-Jensen ist professioneller Coach und kommt ins Vereinsheim, wenn Bedarf ist. Das geht auch manchmal wirklich von heute auf morgen. Ich muss da morgen hin oder ich habe da ein Gespräch, kannst du mir noch was sagen? Und dann setzen wir uns einfach hier hinten in die Ecke, auch wirklich während des Trainingsbetriebs, dass wir uns dann mal rausziehen. Ich denke, das ist einfach so der Vorteil, den wir hier anbieten können. Ein Verein, der nicht nur auf dem Platz seine Potenziale ausschöpft. Das macht den FC Schwalbach so besonders. Ein Engagement, das zum Nachmachen aufruft. Mit dem schönen Ergebnis, dass es beim FC Schwalbach auf beiden Seiten nur Gewinner gibt.